Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, dem heutigen Video möchte ich euch eine neue Version vom Card Duplication Glitch zeigen. Ja, mit dieser Version macht ihr saubere Kopien, das heißt ihr braucht keine persönlichen Kennzeichen. Ja, ihr braucht aber auf jeden Fall die Hilfe von einem Freund. Leider ist der Glitch nicht solo. Ebenso benötigt ihr eine volle Basis. Welche Fahrzeuge sich in der Basis befinden, das ist völlig egal. Und ja, ebenso braucht ihr halt noch das Auto, was ihr duplizieren wollt. Einfach am besten einen Weenie Easy komplett aufgetunt, weil der im Verkauf am meisten Geld bringt. Duplizieren könnt ihr auf jeden Fall mit einigen Garagen. Und zwar funktioniert es mit der Arena, mit der Autowerkstatt, mit der Agentur, mit der Spielhalle, mit dem Casino und mit der Basis funktioniert es auch. Stellt einfach den Easy in einer der folgenden Garagen rein. Ebenso braucht ihr noch Elegies in irgendwelche Garagen, so viele Autos, wie ihr euch duplizieren wollt. Und ja, dann würde ich sagen, dann lasst uns auch schon direkt losstarten. Ja, ihr fordert euch einfach mal irgendein Auto an. Welches Auto es ist, ist auch völlig egal. Wir müssen einmal ganz kurz unseren Freund verglitschen. Wir begeben uns dann einfach mit dem Auto zur Basis, fahren dann einmal zur Basis ran. Unser Freund muss dann einmal in die Franklin-Meldung gehen. Ist dann unser Freund in der Story-Mode-Meldung, können wir ganz einfach wieder die Meldung verlassen mit Kreis, fahren ein paar Meter zurück, steigen aus dem Fahrzeug aus und tun das persönliche Fahrzeug einmal einlagern. Ihr werdet sehen, dass das Fahrzeug trotzdem stehen bleibt. Ist auf jeden Fall perfekt. Haben wir unser persönliches Fahrzeug wieder eingelagert, sagen wir unserem Freund Bescheid, dass er aus der Story-Mode-Meldung wieder raus kann. Dann kann er aus dem Auto aussteigen. Dann wird das Auto verschwinden, ist auf jeden Fall perfekt. Und ja, als nächstes begebt euch einfach zu irgendeiner der Garagen, wo ihr duplizieren wollt. In meinem Fall will ich mit der Spielhalle einfach duplizieren. Ich fordere schon mal die MOC an. Die MOC, die braucht ihr auf jeden Fall auch. Wir gehen dann einmal in die Garage rein. Holen aus der Garage einfach irgendein Auto raus für unseren Freund. Unser Freund steigt dann einfach in das Auto ein. Und bleibt in dem Auto so lange sitzen, bis wir ihm Bescheid sagen, dass er wieder aussteigen kann. Sitzt unser Freund in unserem Auto drin, tun wir das persönliche Fahrzeug einmal einlagern. Ihr werdet sehen, das Auto wird nicht verschwinden, ist auf jeden Fall perfekt. Wir begeben uns dann wieder in die Spielhallengarage, schnappen uns jetzt das Auto, was wir uns duplizieren wollen, das heißt den Easy Classic, einmal einsteigen. Und dann werdet ihr sehen, dass wir uns auch jetzt in der Garage bewegen können. Ist auf jeden Fall perfekt. Wir fahren einmal zum Ausgang. Jetzt einmal die Fahrerseite oder die Beifahrerseite einmal blockieren. So, habt ihr das gemacht. Holt euch noch ein anderes Auto. Damit einmal die Fahrerseite blockieren. Ist auf jeden Fall perfekt so, dass beide Türen blockiert sind. Wir begeben uns jetzt dann zum Ausgang. Drücken jetzt X und Dreieck gleichzeitig, dann werden wir mit dem Auto draußen spawnen. Sind wir jetzt draußen gespawnt mit dem Auto, öffnen wir einmal das Handy, rufen den Mechaniker an. Bestellen uns jetzt irgendein Elegy aus irgendeiner Garage. Ich nehme es einfach aus der Spielhalle, da habe ich auch noch Elegies drin. Wir warten jetzt ungefähr um die 5 Sekunden, sagen unserem Freund Bescheid, dass er aus dem Auto aussteigen kann. Und wenn der Freund aus dem Auto aussteigt, werdet ihr sehen, dass sich jetzt auch das Kennzeichen ändert. Ist auf jeden Fall perfekt und jetzt haben wir schon die erste saubere Kopie. Um die Kopie jetzt abzuspeichern, fahren wir einfach in die MOC hinten rein, Steuerkreuz nach rechts drücken. Wenn da jetzt vorher noch ein Auto drin stehen sollte, dann steht jetzt das Auto, was in der MOC drin stand, steht dann jetzt in der Spielhalle. Und schon haben wir die erste Kopie. Ja, wenn ihr jetzt wieder die zweite Kopie machen wollt, dann holt euch wieder ein Auto aus der Spielhallengarage raus, stellt es eurem Freund dahin, ist der Freund dann eingestiegen, tun wir das persönliche Fahrzeug einmal einlagern, begeben uns dann wieder in die Garage, steigen wieder in den Easy ein, den wir uns duplizieren wollen, wieder eine Tür blockieren. Das Ganze machen wir jetzt auch noch mit dem anderen Auto, wir holen uns jetzt auch ein anderes Auto, damit blockieren wir noch die Fahrerseite, drücken dann jetzt wieder X und Dreieck gleichzeitig. Wir werden dann jetzt wieder draußen mit dem Easy spawnen. Wir rufen wieder den Mechaniker an, bestellen uns wieder irgendein Elegy. Warten wieder um die 5 Sekunden, sagen unserem Freund, dass er aussteigen kann. Und wenn der Freund dann ausgestiegen ist, werdet ihr sehen, dass sich auch wieder das Kennzeichen ändert. Ja, um das Auto jetzt wieder abzuspeichern, einfach nochmal final
wieder in die MOC reinfahren. So, ich begebe mich jetzt einmal hier in die Spielhalle und ihr seht, da vorne steht die erste Kopie, da steht die zweite Kopie und ganz links steht das Original. Und ja, so könnt ihr permanent weiter duplizieren. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.